Heute bei Transfermarkt TV wollen wir auf die Abwehrplanung des FC Bayern schauen. Da gibt es gleich mehrere Kandidaten für einen Transfer im Winter. Und außerdem sprechen wir über die Herren Werner und Guirassy. Denn bei beiden gibt es akutes Interesse aus der Premier League. Dazu später mehr in unserer Gerüchteküche. Wir starten aber erst einmal rein mit einem ganz aktuellen Blick auf die Heim-EM. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr schon in Europameisterschaftsstimmung seid. Nächsten Juni geht es los mit der UEFA Euro 2024 und wir wollen mal einen kleinen Blick werfen auf die Teams, die bereits qualifiziert sind. Zittern hieß es ja für Italien, die sich dann am Ende denkbar knapp in Leverkusen gegen die Ukraine qualifizieren konnten. Und wir wollen mal einen Blick drauf werfen, welche Teilnehmer wir da schon haben und wer auch schon einem Lostopf zugeordnet sind. Deutschland natürlich als Gastgeber, als Kopf des Topfes 1, zusammen mit anderen großen Nationen, Portugal, Frankreich, England, Spanien und Belgien. Dann heute Abend unser Testspielgegner in Wien, Österreich, könnte auch Gegner in der Gruppe A werden. Und übrigens noch unklar ist, in welchem Lostopf am Ende Italien, die Türkei, Rumänien oder die Schweiz landen, weil hier aus diesem Ranking noch Mannschaften fehlen, die sich bisher noch nicht qualifiziert haben. Ihr könnt ja gerne mal sagen, was ihr davon haltet und natürlich auch, wer euer EM-Favorit ist. Wo landet Deutschland? So viele Fragen rund um die Heim-EM. Eure Meinung interessiert uns sehr. Und wir machen direkt weiter mit unserer Gerüchteküche. Da haben wir einen alten Bekannten aus der Bundesliga als erste Meldung. Es geht um den früheren Hoffenheimer und Leipziger Angelinho, der ja derzeit auf Leihbasis in der Türkei spielt, bei Galatasaray Istanbul. Aber es gibt ein kleines Problem. Und zwar berichtet das die Bild. Denn im Leihvertrag ist eine Kaufpflicht verankert. Wenn Angelinho eine gewisse Anzahl an Einsätzen absolviert, dann sollen 6 Millionen Euro an Ablösesumme nach Leipzig fließen. Jetzt soll angeblich Galatasaray damit drohen, Angelinho bis zum Saisonende auf der Bank zu lassen, weil man nicht bereit sein möchte, 6 Millionen zu zahlen. Damit will der türkische Meister offenbar die Ablösesumme drücken, also nachverhandeln. Und angeblich ist auch schon ein kleiner Kontakt da zwischen den Leipzigern und dem türkischen Traditionsverein. Ob das Ganze dann erfolgreich verlaufen wird, das werden wir abwarten müssen. Der Vertrag in Leipzig von Angelinho läuft noch bis 2025. 370 von 1530 möglichen Spielminuten stand Timo Werner in der aktuellen Spielzeit für RB Leipzig auf dem Platz. Das ist eine ganz, ganz schwache Bilanz und derzeit ist er ja auch außen vor, was die Nationalmannschaft angeht. Im Jahr der Heim-EM oder in der Saison vor der Heim-EM ist das natürlich nicht wünschenswert. Es scheint so, als ob es in Deutschland selber mit den Abnehmern relativ schwer aussieht. Nach 90min-Informationen darf Werner den Club aber verlassen. Ein Wechsel auf die Insel scheint am realistischsten und das passt zu diesen Clubs, die mit ihm in Verbindung gebracht werden. Der FC Fulham und Crystal Palace stehen einer Verpflichtung von Timo Werner angeblich demnach offen gegenüber und auch West Ham United beobachtet die Situation rund um den Offensivmann und schließt einen Transfer. Versuch nicht aus. Und ein bisschen wilder wird es sogar noch in Spanien. Laut der Sport beschäftigt sich nämlich auch Real Madrid mit Timo Werner. Das wäre mal ein Aufstieg vom Leipziger Bankdrücker zu den Königlichen. Der Hintergrund hier soll sein, dass ja Vinicius Junior verletzt noch eine Weile fehlen wird und man deswegen dringend einen Ersatz für den Januar sucht. Werners Vertrag in Leipzig ist noch bis 2026 gültig. Das heißt, immerhin wäre das Ganze mit einer Ablösesumme verbunden. 15 Tore in 9 Bundesligaspielen. Serhou Guirassy ist der heimliche Star dieser Saison. Wird ja aktuell nur von Harry Kane so ein bisschen in den Schatten gestellt. Klar, es scheint fraglich, ob der VfB Stuttgart ihn langfristig halten kann, aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro, angeblich jetzt schon im Januar, machen die Schwaben
ein Stück weit handlungsunfähig und einen Interessenten soll es geben, der das Geld locker sitzen hat und dringend Verstärkung im Sturm sucht. Und zwar handelt es sich um Newcastle United, den neureichen Club aus der Premier League, ja auch in der Champions League vertreten. Immerhin ein Abgang des Leistungsträgers treffe den VfB Stuttgart nicht unvorbereitet. Informationen der Bild zufolge soll sich die Führungsriege des VfB Stuttgart schon seit mehreren Monaten nach einer Alternative für Guirassy umschauen. Die ganzen Zeichen stehen leider, muss man ja aus Bundesliga-Sicht sagen, eher auf Abschied. Dann hatten wir eigentlich im Endeffekt nur ein knappes halbes Jahr Freude an der Treffsicherheit dieses Ausnahmestürmers. Allerdings muss natürlich das Ganze auch erstmal noch über die Bühne gehen. Und wir machen weiter mit unserem nächsten Thema in der Gerüchteküche. Es handelt sich hierbei um die Defensive des FC Bayern München. War ja schon immer mal wieder Thema. Jetzt hat Sky mal richtig einen rausgehauen und in vollem Umfang über dieses Thema berichtet. Und dabei gleich zwei interessante Kandidaten ins Spiel gebracht. Allerdings kann ich schon mal vorwegnehmen, bei beiden wäre es schon ein hartes Stück Arbeit, sie zu verpflichten und kostspielig obendrein. Denn beide sind derzeit in der Premier League angestellt. Es handelt sich um Raphael Varane und Takehiro Tomiyasu, also zwei schon relativ prominente Namen von Manchester United respektive vom FC Arsenal. Schauen wir uns die Kandidaten mal etwas genauer an. Die Münchner hatten angeblich im August bereits versucht, den Verteidiger Takehiro Tomiyasu nach München zu locken. Der 25-Jährige kann in der Viererkette alle Positionen bekleiden, fühlt sich allerdings auf der rechten Abwehrseite am wohlsten. Das große Problem, Tomiyasu ist alles andere als ein Verkaufskandidat in London und ist dann zum Start des kommenden Jahres beim Asien-Cup im Einsatz. Vielleicht wäre er eher eine Option für den Sommer 2024, berichtet auch Sky. Wir schauen mal auf die Daten, 25 Jahre alt, 25 Millionen Euro Marktwert und wie gesagt, vielseitig einsetzbar bei Arsenal. Spielt er eine große Rolle. Jetzt für den Januar geht unser Daumen auf jeden Fall ganz klar nach unten. Ja, und auch für den Sommer scheint es dann schon eine sehr, sehr schwere Aufgabe, ihn von den Gunners loszueisen. Ja, und der zweite Kandidat, Raphael Varane, der Franzose, mittlerweile 30 Jahre alt, ist aktuell bei den Red Devils unzufrieden, möchte Manchester United verlassen. Dort wäre man ab einer Ablösesumme zwischen 20 und 30 Millionen Euro wohl gesprächsbereit. Dennoch muss man sagen, ist ein Wechsel im Winter eher unwahrscheinlich. Es liegt auch an dem Gehalt des Nationalspielers. Knapp 17 Millionen Euro pro Jahr. Sein Marktwert liegt mit 30 noch bei stattlichen 35 Millionen Euro. In dieser Spielzeit 12 Spiele, 656 Minuten. Ja, insgesamt geht unsere Einschätzung für den Januar hier aber auch mit dem Daumen nach unten. Das ist vielleicht ein Regal zu hoch gegriffen, vor allen Dingen was die Kosten angeht. Wie gesagt, 17 Millionen pro Jahr, das wäre jetzt mal eben so im Winter schon eine sehr, sehr große Nummer. Ja, und Sky hat dann auch noch einen dritten Namen im Programm gehabt, was die Innenverteidigung angeht. Allerdings eine ganz klare Absage. Er wird es nicht, Trevoh Chalobah. Über den hatten wir relativ oft berichtet, den Verteidiger vom FC Chelsea. Aber er ist ganz offensichtlich kein Kandidat mehr beim FC Bayern und auch nicht bei Borussia Dortmund. Der Grund ist auch ganz einfach. Er hat sich einen Muskelbündelriss zugezogen und ist wohl erst Ende Januar wieder einsatzbereit. Damit wohl auch in der Rückrunde keine Sofortverstärkung und deswegen vom Tisch. Blieben diese beiden Kandidaten von heute. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Sind die überhaupt ansatzweise realistisch? Würden sie den Bayern helfen? Eure Meinung zählt! Und noch zwei Meldungen zu den Bayern. Es geht um diese beiden Herren, Bounassar und Erik-Maxim Choupo-Moting. Die Bild berichtet über beide.
Beide können im Winter wechseln, so die Schlagzeile. Schauen wir mal auf die einzelnen Situationen des Rechtsverteidigers und des Stürmers. Und mit dem wollen wir mal starten. Erik-Maxim Choupo-Moting, vergangene Saison oftmals in der Sturmzentrale gesetzt. Jetzt eher dritte Wahl hinter Kane und Tell. Und in dem Bericht steht auch, dass Eintracht Frankfurt wohl schon angefragt haben soll. Aber da hat es eine Absage gegeben. Trotzdem sollte was Passendes reinkommen. Choupo-Moting dürfte wechseln. Und überhaupt nicht überraschend kommt diese Ansage bei Buna Saar. Der durfte am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Heidenheim endlich mal wieder von Beginn an ran. Zum ersten Mal seit April 2021 in der Bundesliga in einer Startelf. Ja, da braucht es eigentlich nicht viel mehr an Fakten, um zu sagen, dass Buna Saar in München keine große Zukunft hat. Ja, und passend zu dem Choupo-Moting-Gerücht, das ist vielleicht sogar bald obsolet. Denn, wie es aussieht, hat sich Eintracht Frankfurt mit Viktoria Pilsen geeinigt, was einen Wintertransfer angeht von Rafiu Durosinmi. Das berichtet Sky. Der 20-Jährige ist bester Scorer in Tschechien und soll zwischen 7 und 8 Millionen Euro Ablösesumme kosten. Dazu können noch Bonuszahlungen kommen. Heißt, Frankfurt hätte bei vielen Baustellen im Kader die wahrscheinlich wichtigste geschlossen. Und noch ein spannender Bericht rund um Borussia Mönchengladbach. Vielleicht werden da die Weichen für die Zukunft schon gestellt. Manu Kone ist mit 40 Millionen Euro der mit Abstand wertvollste Spieler im Kader der Fohlen. Er ist wieder gesund und kann eingesetzt werden. Sein Abschied rückt damit aber wohl auch näher, denn man muss nach wie vor Ablösesummen generieren bei Borussia Mönchengladbach. Und dass das bevorstehen könnte, das wird auch dadurch deutlich, dass die Bild von mehreren Nachfolgekandidaten berichtet. Alle spielen in der Ligue 1. Joris Chotard, Pap Gay und Ibrahima Sissoko heißen die drei Kandidaten, die in dem Bericht genannt werden. Wir haben mal die wichtigsten Daten der defensiven Mittelfeldspieler aufgelistet. Sie sind unterschiedlich alt, im Marktwertsegment alle relativ nah beieinander. Vielleicht der wichtigste Unterschied bei Gay und Sissoko ist der Fall, dass die Verträge im Sommer auslaufen. Chotard ist noch bis 2025 gebunden, könnte also etwas teurer werden. Aber es scheinen alles drei Kandidaten zu sein, die sogar schon im Januar verpflichtet werden könnten. So, und wir machen direkt weiter mit unserer Statistik des Tages. Da wollen wir auch nochmal auf unsere Nationalmannschaft schauen, die ja gegen die Türkei knapp verloren hat. Heute Abend gibt es dann aber schon die nächste Chance in Wien, einen Sieg einzufahren und somit vielleicht ein bisschen EM-Euphorie zu entfachen. Wir schauen mal auf einen Spieler ganz speziell, nämlich auf Niklas Füllkrug. Der hat gegen die Türkei schon wieder getroffen und sein 10. Länderspieltor erzielen können. Wir gucken auf die Spieler, die in diesem Jahrtausend das geschafft haben in der kürzesten Zeitspanne, also in den wenigsten Spielen für 10 Tore. Auf Rang 5 Kevin Kurani, eine alte Nationalmannschaftslegende. Der hat 10-mal getroffen in seinen ersten 20 Spielen zwischen 2003 und 2004. Lukas Podolski brauchte für 10 Treffer 17 Partien. Auf der 3 dann wahrscheinlich einer der größten Stürmer, die jemals das DFB-Dress getragen haben. Miroslav Klose im Juni 2002 bei der WM ja auch mit einem Hattrick gegen Saudi-Arabien. Dann Niklas Füllkrug auf der 2, der brauchte für seine ersten 10 Tore 12 Spiele. Und ein paar von euch werden sich sicherlich erinnern, zwischen 2016 und 2019, da traf Serge Gnabry 10-mal in seinen ersten 11 Partien für Deutschland. Also Füllkrug reiht sich hier in dieser speziellen Rangliste auf der 2 ein. Und wer weiß, vielleicht kommt ja heute Abend schon Tor Nummer 11 hinzu. Und zum Schluss haben wir noch ein paar wichtige Newsmeldungen in unserem Ticker für euch parat. Und die erste, das ist ein Abschied, und zwar von einem langjährigen Bundesliga-Profi aus Österreich. Julian Baumgartlinger hat sein Karriereende bekannt gegeben. Der 35-Jährige hatte den FC Augsburg im Sommer ja nach einer Knieverletzung verlassen und offensichtlich wird er nicht mehr fit genug. 477 Partien in allen Wettbewerben stehen zu Buche. Darunter 5 Jahre in Mainz und sogar 6 in Leverkusen.
Eine Meldung, die man auch so nicht alle Tage hört. Das EM-Ticket gezogen mit einem 3:0 gegen Moldawien und dann mal eben zurückgetreten. Der tschechische Nationaltrainer Jaroslav Silhavi hat genau das gemacht. Der 62-Jährige hat damit für einen Paukenschlag gesorgt und als Begründung den enormen Druck auf dieser Position angegeben. Etwas weniger überraschend kommt der Rücktritt von Janne Andersson, den hat er nämlich schon lange angekündigt. Der schwedische Nationaltrainer hat die EM-Quali ganz klar verpasst hinter Belgien und Österreich und er hatte schon vor Wochen angekündigt, sollte das eintreten, dann gibt er sein Amt ab. Schalke-Talent Asan Ouedraogo wird erst einmal für längere Zeit ausfallen. Der 17-Jährige hat sich bei der U17-WM in Indonesien verletzt. Und zwar lautet die Diagnose Riss des Syndesmosebandes im rechten Fuß. Bitter für Schalke und bitter für das Top-Talent. Neuer Job für den früheren Nürnberger Trainer Robert Klaus. Und zwar übernimmt der einen Trainerposten in Österreich. Und zwar einen sehr traditionsreichen, den bei Rapid Wien. Dort folgt er auf Zoran Barisic. Ja, noch eine Nachricht, die man überhaupt nicht hören möchte. Spaniens Talent Gavi hatte sich ja in der EM-Qualifikation verletzt. Nichts Gutes war vermutet worden und jetzt die Bestätigung. Der wertvollste Teenager der Welt mit einem Marktwert von 90 Millionen Euro fällt wohl den Rest der Saison aus. Diagnose lautet Kreuzbandriss. Und damit sind wir schon wieder am Ende angelangt von Transfermarkt TV. Ihr seid natürlich trotzdem weiterhin gefragt. Eure Meinung, eure Fragen, eure Anregungen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und außerdem haben wir von unserem YouTube-Channel hier noch ein paar weitere Empfehlungen für euch. Dabei ganz viel Spaß und bis Donnerstag, denn dann gibt's uns hier natürlich schon wieder bei TMTV. Tschüss.